Laden gefunden. Also, das ist so ein Soba-Laden, wir haben den relativ lang gesucht. Wir sind jetzt so froh, dass wir hier sind. Ja. Und wir haben hier wieder so eine typisch japanische Speisekarte, wo man alles lesen kann. Wir konnten natürlich alles lesen sofort. Ja. Und wir haben uns das Allergeilste bestellt, weil wir kennen uns dann hier natürlich aus. Und zwar haben wir uns ein Shabu Shabu bestellt. Und ich werde jetzt schon mal das vorbereiten. Ich mache das mal auf hier unten. Okay, und hier kommt gleich so ein Riesentopf rein. Ach, dann bekommt jeder mega viel Fleisch. 2, 1. Und dann hauen wir das ganze Fleisch da rein und essen so viel wir Bock haben. Ja. Bis 23 Uhr und dann wird es nochmal heftig. Ja, dann wird es richtig geil. Dann wird es richtig krass. Was passiert hier? Also wir haben jetzt etwas anderes bekommen und zwar Gyu Shabu Shabu. Nee, Gyu Shabu Soba. Und das ist eigentlich genau das gleiche wie da, nur mit klein und selbst. Und es riecht voll lecker und es sieht voll lecker aus. Und wir essen das jetzt, damit wir ein langes Leben haben. Und ich freue mich, ich würde sagen. Moment. Okay, also die GoPro fällt bestimmt runter. Ah, wie, die fällt runter. Ja. Okay, wir haben uns ausgestattet. Hier und hier. Und die anderen Leute, die laufen gerade da weg. Also wir haben uns mittlerweile vermehrt. Wir sind... Es war keine Zeltteilung, aber... Fünf Leute. Es war anstrengend, aber wir sind jetzt fünf Leute. Es hat lange gedauert. Wir haben es geschafft. Und ich glaube, es wird lustig heute noch. Wir müssen uns jetzt noch umziehen. Okay, go. Also im Moment versuchen wir sie mit den Yukata da anzuziehen. Und im Moment sieht es aus wie so ein Schlafanzug. Und also noch ist nicht so. Das sieht gut aus, oder? Ja, also wir sind hier auch so also ein Straßencorner hier. Die Leute schauen schon so. Irgendwie. Alles gut, wir sind Freiwillige. Und ich weiß nicht, wo die zwei anderen sind. Die anderen kommen nicht mehr. Die haben gesehen, dass ich einen Yukata anziehe. Ja. Ja, jetzt kommen noch so ein paar. Denken sich auch so, what the fuck. So, konnichiwa. Konnichiwa. So wie die Japaner immer bei uns machen. Also wir werden immer mit so Hello angesprochen, ja. So von Japanern, also so Verkäufern oder so. Oder einfach so Typen, die einfach so irgendwas labern wollen. Und dann sagen die so Hello mit von dem japanischen Akzent zu uns. Und wollen eigentlich nur so zum Spaß und so ein bisschen verarschen halt. Und das Ding ist halt, wir können ja eigentlich Japanisch, deshalb, ja, kommen wir uns da schon sehr verarscht vor. Deshalb sagen wir einfach mal so Konnichiwa, einfach so mal auf der Straße. Als ob wir hier so nicht in Japan wären und es so voll die Ausnahme wäre, dass wir so Japaner treffen. Und ja, wie sieht's aus mit dem Yukata? Gut, sieht professionell aus für mich. Ja, nice. Heute bin ich. Wo sind die zwei anderen hin? Nein, die kommen. Scheiße. Waren zu langsam. Ich glaube, ich mach das noch richtig, dass Hallo. Hey, Nani. Hm? Sorry. Nani. Hey. Der Blick. Wo kommen wir? Hier sehen Sie gerade ein paar jugendliche Japaner, die versuchen, einen Yukata zu binden. Kannst du mich auch filmen machen, bitte? Ich habe eigentlich schon voll dieses Schleife gemacht. Das war voll gut aber eigentlich. Das ist jetzt auch gar nicht in der Mitte. Ja. Wir sehen hier, Japaner können das eigentlich auch nicht in Yukata binden. Ja. Ich hatte das als deutsche viel besser. Ja. Ja. Ich habe hier sogar extra meinen Pulli übrigens abgestimmt. Dankeschön. Oh, Dusche. Dusche. Wir sind jetzt in Umeda angekommen. Ja. Es ist richtig lustig. Und ich bin ja irgendwie ein bisschen affig geworden, aber ist egal. Ich muss noch erklären, ich habe einen Yukata an. Eigentlich ist es voll cool, im Silvester haben den sogar ein paar Japaner an. Aber leider macht doch keiner mit. Wir haben alle keinen Yukata dabei. Okay. Oh, schade. Hey! Der Japaner kennt sich hier nicht aus und ich halt wieder. Aber kennt sich mal gar nicht. Sag, siehst du jetzt dann deine Hose eigentlich noch an oder nicht? Ich will eigentlich schon, aber bitte. Hier so in aller Öffentlichkeit. Ja. Ich hab jetzt einen Yukata an. Und? Yukata. Yukata-Style. Yukata and Jinbei. No! Okay, okay. Na, danke. Danke,
Okay, let's go! Ja! Wird hier gesucht? Unser WLAN. Den anderen Leuten ist schon so langweilig, dass ihr hier WLAN sucht. Einmal lächeln. Lächeln. Lächeln! So, wir sind auf dem Weg zum Umeda Sky Building. Endlich mal wieder in guter Fotoqualität und in guter Tonqualität. Nice. Ja, wer hat es rausgefunden, dass das was ist? Ich! Danke, Jana. Bitte alle mal liken das Video für Jana. Ja, gerne. Wenn das Video 20 Likes bekommt, dann muss Jana einen ganzen Kuchen essen. Auf einmal. Das ist ja nicht schlimm. Ich will so einen kleinen Kuchen. Scheiße. Sie hat euch ausgetrickst, bevor ihr diesen Like-Button drücken konntet. Tut mir leid. Verdammt, egal. Like das Video trotzdem, dann schenkt Nikolas mir irgendwas. Das ist voll nice. Ja, Mann. Das ist ja voll cool. Ja. Auf jeden Fall gucken hier so voll viele Leute, weil wir sehen ja so aus. Und meine beide muss es mal zeigen. Das ist so Hälfte-Hälfte. Also ich habe diese eine Jinbei-Hose an und meine normale Hose, weil es mega kalt ist gerade. Letzte Chance. Wir kaufen jetzt so ein kleines Mini-Feuerwerk so zum selber machen, weil das fette Feuerwerk unter dem Sky-Building, wo wir eigentlich hin wollten, findet nicht statt irgendwie, sondern irgendwie richtig viel hin, aber irgendwie findet es einfach nicht statt. Deshalb, keine Ahnung, wo jetzt die anderen sind. Also wir haben noch 20 Minuten bis Neujahr. Also in kurz, wir versuchen jetzt ein Feuerwerk herzubekommen und dann auf das Bahnhofsgebäude hochzugehen, wo wir eine richtig geile Sicht auf Osaka haben. Wir waren am zweiten Tag schon da und wir finden jetzt noch ein Feuerwerk. Ich glaube, es gibt hier was. Wir sind auch so ein paar verrückte Japaner. Wir müssen jetzt hoch hier. Kokore. Geht die Post ab, weil wir haben noch 3 Minuten. Alle geht so voll ab, weil wir jetzt schwer sind. Okay. Tschüss. Hier wird unser Platz sein. Was war das? Warte. Hier wird unser Platz sein. Hier ist okay, oder? Ja, hier ist gut. Hier ist vor dem Head 5. Ich versuche deine Dinger rauszuholen. Scheiße. Ja, halt. Meine Kamera ist voll. Nimm meine GoPro. Nimm die auf. Ja. Was willst du sagen? Warte drum. Danke für das tolle Jahr 2016. Das war voll genial. Mega. Ja. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Egal. Wir haben noch 3. 3 Minutes. 3, 2. Du bist! Wie mach ich die an? Machst du das kurz rein? Ich mach's. Jawohl! Vor dein Stativ, dein Anker. Ja, egal. Schick mir das. Dankeschön. Was ist das für Teile? Was ist das überhaupt? Was ist das? Gib denen doch 18. Kann doch! Was ist das? Ja, war geil. Schau, warte. Mm. Was machen wir? Ziehen und dann kommt so Konfetti raus. Okay. Wie viele Sekunden noch? Wir haben noch Zeit. 2 Minutes. 2 Minutes. Das ist kein Schwert. 2. 2 Minutes. 2 Minutes. 2. Hier ist jetzt richtig nice. Was willst du sagen? Ich würde gerne ein Stativ aufbauen für die Cam. Willst du kurz halten? Ja. On time. Wir haben noch 2 Minuten. 1 minute. 1 minute. One minute. Ah, das musst du mir schicken, dann Lager. 30 seconds. Was? 30 Sekunden? 30 seconds. 30. Ich kann aber mein Handy nicht halten und den Böller zu nehmen. Ich auch kann. Oh. Okay, ich hab 5 Sekunden. Also 15 Sekunden noch. 15. 10. 9. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy New Year! Frohes Neues! Kappai! Yeah, frohes Neues! Foto!
Shashin! Shashin! Tonimasho! Willkommen 2017! Alter, wo wir da geklatscht sind, ist mein Handy übelst ist voll auf den Boden gefallen. War das deins? Ja, das war meins. Yeah. How will 2017 be? Amazing! Woo! Amazing! Also, wir fangen jetzt an mit dem Feuerwerk. Und zwar haben wir so ein bisschen Zeug gekauft. Die Japaner sind übervorsichtig. Ja, stimmt. Also, das ist krass, das muss man eigentlich mal zeigen. Die Japaner haben extra solche Wassersachen hier gemacht. Gläsern, sobald man die halt diese Stäbe halt fertig gebrannt hat, muss man die so reintun, damit ja nichts brennt. Also es wäre ja hier in Japan ein Witz, in Deutschland wäre es ein Witz. Und wir haben nur so ein bisschen was und so ein paar größere halt. Da sind die so richtig abgegangen. Dusche. Dusche. Lager doppelt. Nee, das fällt runter. Das fällt selber. Du wirst mich verarschen. Ey, Nandiane! Yes! Yes! Ima! Daijoubu! Daijoubu! Wow! Yay! Und wie fühlt sich das an? Sugoi! Sugoi! Ja, richtig! Das letzte Feuerwerk. Das letzte? Ja. Ja. Und, ist es eine große Ehre? Wie fühlt sich das an? Krass an. Wie fühlt sich das an, die Kamera so zu haben? Genauso geil, krass. Oder? Mindestens. Ja, wir werden jetzt nochmal ordentlich zelebrieren. Und dann müssen wir schauen, was wir heute noch machen. So. Ja. Wir haben noch gar nicht so spät. Last one. Pass auf, wir sind in deine Richtung. Ja. Oh, oben was. Nice. Also Geld rein, einmal klingeln, zweimal klatschen. Also so wie immer eigentlich. So wie immer eigentlich. Nur dass es speziell ist. Also wir sind am Schrein angekommen und wir beten jetzt ein bisschen, soll Glück bringen. Ne? Das ist ein recht kleiner Schrein in Umeda. Aber wir haben hier unsere 5-Yen-Stücke, die haben Loch so drin. Das schmeißt man rein und wie immer halt die Glocke klingeln, damit die Götter auf einen aufmerksam werden. Dann zweimal klatschen, zweimal verneigen. Dann? Dann beten, dann zweimal klatschen und zweimal verneigen, glaube ich. So, wir haben jetzt hier so Amasake getrunken, so ein bisschen süßeren Sake für Kinder, da ist kein Alkohol drin. Hier ist dieses Dings, das wir davon gezogen haben für 100 Yen. Ich bin Mittelglück, also ich habe so Mittelglück. Das ist also Richtung gut, deshalb kann ich das behalten. Ich nehme es mit heim und ich glaube, jetzt gehen wir Karaoke. Viel Spaß. Wir sind beim Karaoke. Hier haben wir Süßigkeiten. Chillen! Schön wieder! Bei einem Wort! Einem Detail! So, wir sind am Number-Bahnhof angekommen. Sie hat seinen Koffer wieder zurückbekommen. Musste aber drauf zahlen, weil wir ja zu lange Karaoke waren. Und jetzt gehen wir zum Bus und sagen tschüss. Alles dann, ciao Jana. Viel Spaß noch mit dem Ausland hier auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Jetzt auch im Studio. Ja. Okay. Soll ich sie aus dem Bild nehmen? Tada, ja. Nicht weinen.
das war quasi der letzte Akt der Reise. Ah, da ist so eine einwöchige, eigentlich schon ziemlich krasse Reise wieder vorbei. Und auf jeden Fall nicht die letzte, die hier auf dem Kanal hochgeladen wird. Aber glaube ich, es stehen noch ein bisschen ein paar coole Sachen vor. Ja, Simi ist jetzt beim Flieg vom Kansai International Airport aus. Ich habe natürlich das Footage nicht, deshalb einfach mal bei ihm vorbeischauen. Ich verlinke ihn, glaube ich, auch nochmal. Normalerweise bin ich zu faul, aber ja, mal schauen. Ja, und ja, damit zeige ich, beende ich diese Serie mal wieder. Mal wieder eine Serie, die beendet ist, sozusagen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye.